Mit was für einem Helfersyndrom kommen Sie zu uns heute? Ach, helfen kann uns keiner mehr. Die Erde kann nur gerettet werden, wenn die Menschen weg sind. Gottes Willen, noch so ein depressiver Vogel. Bitte, sind Sie mir nicht böse, Masse. Ich muss jetzt mal, da gucken Sie mal, da ist eine Schachtel mit Schüssel mit viel schönen Streichhölzern drauf. Da sind wunderbare Allgemeinplätze drauf, die helfen in jeder Lebenslage. Streichholzschachtel? Ich brauche keine Streichholzschachtel, ich brauche Streichhölzer. Mal wieder was anzünden. Wann haben Sie zum letzten Mal was angezündet? Ich brauche keine Streichholzschachtel. Ich brauche nicht mal ein Klavier. Klischees brauchen wir. Klischees halten auch lange. Die helfen immer. Wenn man ein Klischee im Kopf hat, braucht man auch nicht mehr zu denken. Klischees. Seit Jahrhunderten hält sich zum Beispiel wacker das Klischee, dass Lehrer nichts arbeiten und zu viel verdienen. Ich kann es nicht mehr hören. Geht mir auf den Knäffer langsam. Ein Freund von mir ist Hauptschullehrer, der sagt, Hagen, mit den Kindern, die ich heute unterrichten muss, hätte ich früher nicht spielen dürfen. Der ist fertig. Der Peter ist 46 und völlig ausgebrannt, der kann nicht mehr. Der frisst den ganzen Tag Globuli. Viermal die Woche Kraniosakral, sonst kommt er morgens gar nicht aus der Kiste. Abends Rotwein, sonst kommt er nicht in die Kiste. Das ist nicht lustig. Wenn Sie mal 10, 20 Jahre Hauptschullehrer waren, dann wissen Sie, was eine Depression ist. Der Peter sagt, Hagen, dafür hätte ich nicht Pädagogik studieren müssen. Der Wehrdienst hätte völlig gereicht. Sagt er, O-Ton, kannst nicht mehr hören, diese Klischees. Und dann hatten wir diesen Robert Steinhäuser in Erfurt, der hat seine halbe Klasse erschossen und dann sich selbst. Dann haben wir 3 Wochen über Computerspiele gesprochen und dann ist das ergebnislos versandet. Dann haben wir ein bisschen geschlafen, dann hatten wir den Amoklauf von Emstetten, weil dazwischen nichts passiert ist. Nix. Die notwendigen Diskurse werden nicht geführt, weil sie offensichtlich nicht geführt werden wollen. Uns reicht so eine kleine Gänsehaut. Wir wollen uns mit so einer Schlagzeile 2, 3 Wochen gruseln. Unsere Angst, Lust wird ganz frivol, ganz vulgär gefüttert von allen Medien. Und dann zack, auf zur nächsten Schlagzeile. Maximal 2, 3 Wochen. Diskurse führen ist wahnsinnig mühsam. Man müsste sich am Ende noch zuhören gegenseitig. Oder verabschieden von liebgewordenen Überzeugungen. Deswegen passiert auch nach Emstetten nichts. Nichts ist passiert nach Emstetten. Wenigstens die Textaufgaben in den PISA-Studien hätten Sie diesen Amokläufen endlich mal anpassen können. Hä? Ein Amokläufer hat 17 Eierhandgranaten und 12 Schnellfeuerwaffen. Ne? Ja. Wie viele Lehrer sind in der Turnhalle? Hä? Ja, kannst du mal fragen? Im Gegenteil, wir wurden sofort abgelenkt anschließend mit dem Amoklauf in Virginia. Die ganze Welt guckte sofort nach Virginia. Guck mal da, die Amis. Das ist ja klar, die haben ja Waffen an jeder Ecke. Das ist ja logisch, dass es da passiert. Hier gibt es keine Waffen an jeder Ecke. Und das passiert trotzdem. Wenn das passieren soll, dann passiert das. Da machen wir nichts dran. Wenn ich uns hier heute Abend alle in die Luft sprengen will mit einer Bombe, dann mache ich das. Gucken Sie mal Reihe 8 unter Ihrem Sitz da hinten. Ja. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, die Medien sind schuld daran. Dann gibt es welche, die sagen, schon das Elternhaus ist schuld daran. Dann gibt es welche, die sagen, das Schulsystem ist schuld daran. Dann gibt es welche, die sagen, Computerspiele sind schuld daran. Dann gibt es welche, die sagen, das hat doch wohl mehrere Gründe. Ja, sicher. Ein Grund ist bestimmt, dass Lehrer sowieso nichts arbeiten und zu viel verdienen. Natürlich. Wenn man so ein Klischee nur oft genug mantraartig wiederholt, dann glaubt man sich den Dreck irgendwann. In Lehrer wird einfach nicht investiert. So ein Lehrer hat einen beschissenen Shareholder-Value. Wussten Sie, dass in Japan Kindergärtner den gleichen Status haben wie Ärzte und Anwälte? Ja. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und in Hauptschulen wird auch nicht investiert, in Hauptschüler schon zweimal nicht. Hauptschulen heißen auch Restschulen. Ja, und weil man sie jetzt abschaffen will, glaubt man, das Problem gelöst zu haben. Ja. Mach die Tür zu, ich kann nicht gucken, wie du arbeitest. Ja. Ja klar. Wissen Sie, warum die ganzen Jugendlichen aus der Türkei und aus Griechenland und Libanon und Weißrussland und Polen hier alle in der Hauptschule sind? Weil die doofer sind. Das weiß man doch, wir haben doch Chancengleichheit hier. Die könnten doch, wenn sie nicht so doof wären. Ja sicher. Die kommen alle aus Ländern, wo die Leute ein bisschen doofer sind. Aus sogenannten Hauptschulländern. Restländer. Das weiß man doch. Aus dem gleichen Grund kriegt heute ein Hauptschullehrer hier auch 1000 Euro weniger im Monat wie ein Gymnasiallehrer. Weil er weniger Stress hat. Das ist doch bekannt. Natürlich.
Im Mai 2006 sagte die Merkel das zum ersten Mal. Sie wiederholt das quartalsmäßig seitdem, seit 2 Jahren, wörtlich fast. Im Mai 2006 sagte sie zum ersten Mal, Deutschland ist ein Sanierungsfall. 2,5 Millionen Kinder leben hierzulande an der Armutsgrenze, doppelt so viel wie noch vor 2 Jahren. Und einen Monat später, im Juni 2006, haben sie für 20 Milliarden Euro 180 Eurofighter gekauft. Wollen die Russland angreifen? Das ist die Bildungsoffensive, ja. Böller statt Bildung. 20 Milliarden ist die komplette Neuverschuldung für ein Jahr. Haben die mal eben Waffen für gekauft, während der Fußball-WM. Keine Sau hat das mitgerichtet, wir waren besoffen im Stadion. Ja. Sommermärchen hieß das. Den gesamten Etat für 20 Milliarden Euro wär die Kinderbetreuung für die nächsten 700 Jahre gesichert gewesen. Und die von der Leyen muss seit Jahren betteln um jeden Kita-Platz. Das ist eine Schande. Ein Schuss aus einem Panzer kostet so viel wie ein Kita-Platz. Und wir sind permanent im Manöver. Wir verballern gerade unsere Zukunft. Guten Abend. Ja, ich muss jetzt noch mal ganz kurz. Krieg, überall Krieg, und ich muss den Flügel stimmen, das ist doch nicht zu. Stimmt doch, wenn alles halbwegs so stimmen würde wie der Flügel hier. Überall Krieg, gestern Virginia, Afghanistan, die dritte Staffel ist gerade angelaufen. Haben sie doch verlängert, wegen guten Quoten. Und dann vor ein paar Monaten erst dieser Krieg da in Libanon. Wir liefern denen Waffen und die machen alles kaputt. Ja? Ist doch nicht richtig. Hätten die nicht schöne Sachen machen können aus den Waffen? Hat sich doch etliches angesammelt im Lauf der Jahre. Irgendwas Vernünftiges, von Wert, was Bleibendes. Eine Panzerpyramide, irgendwas. Eine Haubitzenbrücke. Man kann so tolle Sachen machen aus Waffen. Machen die alles kaputt. Und jetzt sind alle empört. Ich glaube, Deutschland und Frankreich sind die empörtesten Waffenhändler weltweit. Ja, ja. Und die Merkel fährt nur rum und lässt sich alle 3 Wochen die Hand lutschen von Jacques Chirac. Hä? Was soll das? Was soll das? Hä? Ach, sicher. Die wahren Feinde Israels, das sind die amerikanischen und europäischen Waffenhändler. Echten Freunden schickt man keine Waffen und verkaufen schon zweimal nicht. Weil wir schlau sind. Die haben nur das Alte Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir haben noch die Bergpredigt dabei. Liebe deine Feinde und schick ihnen Waffen und gucke, wie sie sich Augen und Zähne ausschlagen. Und schicke Friedenstruppen erst dann, wenn die neuen U-Boot-Bestellungen unter Dach und Fach sind. Weil wir schlau sind, natürlich. Die haben jetzt rausgekriegt, diese israelischen Atomwaffen sind viel ungefährlicher als die iranischen. Ja. Ich glaube, die CIA hat es rausgekriegt. Ja, ich will alles. Ja. Die kriegen alles raus. Ja, die CIA. Das waren noch Zeiten, als die Achse des Bösen noch Seidenstraße hieß. Hä? Ja. Der Schröder kriegt jetzt richtig Dresche, weil er Putin für einen lupenreinen Demokraten hält. Die Merkel hält Bush für einen lupenreinen Demokraten. Ey. Where's the fucking difference? Hä? Hä? Es ist wie immer, Deutschland macht den Spagat, natürlich. Der Bush hat er die Wiege der Menschheit ausgebombt. Der Christ. Dieser Bush, das ist ja ein Christ. Das wissen die wenigsten. Ich glaube, die CIA hat es rausgekriegt. Doch, ja. Die kriegen alles raus. Wie viele Irakerinnen und Iraker könnten heute noch leben, wenn dieser Bush damals an dieser Brezel erstickt wäre? Wahnsinn! Manchmal liegt es nur am Gebäck. Hä?
Iran hat jetzt schon 3 große Containerschiffe mit Brezel nach Washington geschickt. Von Nordkorea kamen immer Laugenstangen. 150.000 tote Zivilisten seit Kriegsbeginn im Irak. Erinnern Sie sich noch an Zeiten, als amerikanische Präsidenten einfach erschossen wurden? Der Bush, der fährt gar kein Cabrio, glaube ich. Ach, hat er gar nicht. Den müssen Sie vom Pferd holen, ich sag's Ihnen. Ach, was reg ich mich auf. 80 Jahre Ratzinger, 16 Jahre Soli-Zuschlag. Hä? Da jubiliert die Volksseele. Ich find's großartig. Die Ossis sollten, wenn's nach mir ginge, noch 100 Jahre Soli-Zuschlag kriegen. Bis sie merken, dass man Autobahnen nicht essen kann. Hm? Guten Abend. Tschüss. Empörend. Empörend, wirklich. Es ist empörend. Wir werden gar nicht mehr selber empört. Wir müssen empört werden, permanent. Wir kriegen immer neue Sachen raus. Vor 3 Wochen haben wir rausgekriegt, dass Tibet seit 50 Jahren besetzt ist. Das schreit nach dem Untersuchungsausschuss. Empörend. So kriegen wir die ganzen Jahre rum mit Untersuchungsausschüssen, mit Ablenkungsdebatten, mit Scheindebatten. Wir werden immer hingehalten, beschäftigt. Das Volk muss beschäftigt werden, egal womit. Wir kriegen Strohpuppen hingehalten immer, dann kümmern wir uns drum. Avatare, Voodoo-Püppchen werden uns hingehalten und jeder kleine Stammtisch darf mal seine Gabel reinstecken und denkt, er hat mitgeredet. Mhm. Ja, Ackermann war so ein Avatar. Immer gerne genommen. Ackermann ist immer dabei. Der Standard-Avatar. Ackermann. Und alle stürzen sich auf den Zyniker mit dem Victory-Zeichen und haben den gefleddert wie Windhunde, so einen künstlichen Hasen. Ackermann ist immer noch im Amt. Ackermann wird hofiert und behandelt wie ein Fürst und eingeladen überall. Ackermann ist doch nicht das Problem. Ackermann ist der Klassenprimus in einem inhumanen, maroden System. Aber doch nicht das Problem. Und wenn einer mal das System in Frage stellt, wie Lafontaine und Gysi, und wirklich mal die Systemfrage stellt, werden sie sofort abgewatscht. Wir wollen uns lieber über Nokia jammern einmal im Jahr. Wir sind ein Volk von Kleinaktionären und Börsianern. Jeder steckt ein bisschen seinen Sparstrumpf in die Börse und hofft auf Rendite. Und dann jammern wir über Managergehälter einmal im Jahr. Wir müssen uns entscheiden. Fragen Sie mal Ihren 20-jährigen Sohn, wenn er BWL studiert, was er werden möchte. Ackermann will er werden. Ja, sicher. Der Ackermann ist nicht das Problem. Wir haben ein Mentalitätsproblem hier. Zumwinkel, genauso ein Avatar. Zumwinkel war in der Presse und sofort war verdrängt, dass die Landesbanken gerade Milliarden vernichtet haben. Zumwinkel, lass uns doch lieber mal um die Millionen vom Zumwinkel kümmern. Was kümmern uns die Milliarden? Der Landesbank. Und Zumwinkel war sofort in den Schlagzeilen. Zumwinkel ist nicht das Problem. Wir sind ein Volk von Steuerhinterziehern. Zumwinkel wurde für unsere Sünden hingerichtet am Kreuz. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Steuerbescheid hier. Ja, ja sicher. Zumwinkel ist nicht das Problem. Überhaupt nicht. Gar nicht. Es ist die Gier. Es ist unsere Gier. Wir müssen uns mal entscheiden, was wir wollen. Wir können nicht jammern, dass die Kinder an Alkopops krepieren und der nette Günther Jauch säuft für den Regenwald. Hä? Das geht nicht. Wir können nicht jammern, dass die Eisbären absaufen und der nette Herr Kerner macht Werbung für Air Berlin Billigflieger. Das sind die netten Turbokapitalisten von nebenan. Familienkompatibel. Die können sich auch ganz locker unterhalten mit so einem Hartz-IV-Empfänger. Kein Problem. Der Zumwinkel, der wurde abgeführt wie ein Serienkiller. Und der Michael Schumacher sitzt in der Schweiz und freut sich ein zweites Loch in den Arsch. Ja. Das sind... Ja, sicher. Das sind unsere Helden. Ja klar, es gibt gute und böse Gierige. Man kann auch nett und gierig sein. Ja klar. Und dann sitzt irgendein zerrüttetes Elternpaar, meinetwegen beim Günther Jauch auf dem Sofa
und weil das Kind sich ins Koma gesoffen hat. Und dann hört er sich das aber auch betroffen an. Und dann ist Werbepause und dann kommt Krombacher Werbung. Wer wird Millionär? Günther Jauch natürlich. Aber hallo, so war ich Sie in Frage. Ja, das ganze Elend, das hat doch schon angefangen damals. Herr Reiter, das ist schön. Das ganze Elend hat doch angefangen viel früher beim europäischen Gründungsmythos schon. Herr Priol, da hat doch die Europa, die blöde Kuh, sich in diesen Stier verliebt. Mit dem Ergebnis, dass wir es jetzt nur noch mit Rindviechern zu tun haben. Ja, ja, nein, ja doch. Nein, nicht schon wieder der Possel, bitte nicht. Alle Menschen werden Brüder. Ja, singen Sie was, spielen Sie was, aber nicht schon wieder der Possel, da muss ich sprechen. Das hilft mir alles nichts, das ist der Marsch, na, aller Marsch. So sind sie, die Hessen. Der Possel dachte halt, was die in Hessen schaffen mit dem Roland Koch, das schafft er für Europa auch. Und in Hessen kriegen sie jetzt nicht mal einen Kulturpreis für einen kritischen Moslem hin. Aus Mangel an Toleranz, das ist schon lustig. In Hessen, wo der Schmierlappen Roland Koch immer noch regiert mit seinen jüdischen Vermächtnissen. Ja, das ist schon schön. Da dreht sich der Lessing im Grab um. Und dieser deutsche Papst hat jetzt mühsam im Nahen Osten die Suppe ausgelöffelt, die er sich selber eingebrockt hat. Und der Kardinal Lehmann kriegt hier nicht mal die Bergpredigt aus der Schublade. Schon toll. So ist es halt nach 60 Jahren Grundgesetz. Da musst du schön aufpassen, dass du deine Toleranz nicht verschleuderst. Und manche Feindbilder, die sind uns lieb und teuer und die werden gepflegt, damit man über andere lässig hinwegsehen kann. Da musste man erst wieder 7 Inder durch Mügeln prügeln, bis man über ein NPD-Verbot nachgedacht hat. Zwar auch nur für 2 Wochen, aber immerhin. Dann haben wir 1 Jahr geschlafen, dann haben sie den Passauer Polizisten angestochen. Dann haben wir wieder 2 Wochen über ein NPD-Verbot nachgedacht und das war's. Jetzt schlafen wir gerade wieder. Bis zum nächsten Attentat, dann reden wir wieder 2 Wochen über ein NPD-Verbot. Geht's noch? Komm, Hagen, eine Demokratie muss Faschisten im Landtag locker aushalten können. Viel gefährlicher für die Demokratie sind ja Kopftücher. Ah ja, stimmt. Das Fremde ist ja immer viel gefährlicher. Komm, Hagen, wir können die NPD nicht verbieten. Wir haben es doch versucht. Wir haben zu viele V-Leute drin. Was? Und jetzt? Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Müssen wir jetzt warten, bis der letzte V-Mann in 30 Jahren eines natürlichen Todes gestorben ist? Oder im Jahr 2039? Heute ist Günter Kowalczewski, der letzte V-Mann, im Alter von 97 Jahren in Magdeburg im St. Augustin-Stift in seine Suppe gerutscht, oder was? Hä? Man wünscht sich von einem deutschen Papst noch klarere Worte in Israel und wir leisten uns hier locker nationalsozialistische Nachfolgeparteien in Parlamenten. Geht's noch? Und die Antisemiten und Rassisten sitzen feist im Landtag, lachen sich kaputt über uns. Wir stopfen sie mit Steuergeldern, stürzen uns aber lieber auf kleine Türkinnen und wollen ihnen das Kopftuch abnehmen, als wäre der Teufel hinter uns. Geht's noch? Und dieses Kopftuch hat keineswegs ausschließlich mit Unterdrückung zu tun. Das hat auch was mit Stolz und Identität zu tun. Und oft sind es auch diese jungen Frauen mit Kopftuch, die viel besser Deutsch können und viel besser integriert sind als ihre vollkommen überassimilierten, bauchnabelgepiersten Arschgeweihschwestern. Tja, aber ja. Aber so wollen wir den Türken haben. Dumm und gefährlich. Der soll Döner fressen und Bushido hören, dann weißt du auch, wo er ist, wenn du ihn brauchst. Sicher. Dann haben wir 2 Vorzeigetürken, Cem Özdemir und Fatih Akin. Das muss reichen für so ein Land. Seit neuestem liest man Orhan Pamuk. Auch als Hörbuch. Alle anderen mit Kopftüchern sind Bin Ladens Bräute. Die tragen heute ein Kopftuch und morgen vielleicht schon einen Sprengstoffgürtel. Die sind entweder total unterdrückt oder subversiv. Geht's noch? Kein vernünftiger Mensch möchte zwangsheiraten auf der Welt. Müssen wir deswegen gleich über Kopftuchverbote nachdenken? Muss man immer alle Kinder mit den Bädern ausschütten, bevor man sie über einen Kamm schert? Ist doch nicht jeder gläubige Katholik pädophiler Holocaustleugner. Hä? 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 Verbieten wir Fußball nur, weil Hooligans Menschen totschlagen? Oder Alkohol im Straßenverkehr, bloß weil dauernd Leute totgefahren werden?
Es gibt junge, selbstbewusste Frauen mit Kopftuch, die Hip-Hop machen. Aber Feindbilder, an denen hält man gerne fest. Wenn man mal welche hat, dann packt man die. Außenminister Steinmeier hat richtig Dresche gekriegt von der CDU, weil er es gewagt hatte, endlich mit dem syrischen Außenminister in Dialog zu treten. Ey, Steinmeier, das ist der Feind und das bleibt er auch. Vom außenpolitischen Sprecher der CDU hat er richtig Prügel gekriegt. Eckart von Kläden. Kennen Sie Eckart von Kläden? Ein Nebenprodukt der Weltraumforschung. Ja. Die Teflonpfanne der Union. Da brennt nichts an. Nix, gar nichts. Guten Abend. Als erstes möchte ich als Essener mich hier mal entschuldigen für unseren Essener Bischof Franz Josef Overbeck, der vorgestern neben Anne Will saß und schwadroniert hat, dass Homosexualität wieder natürlich ist. Die können sich eben auch ihr Scheitern nicht eingestehen. Die haben einfach Angst, ja. Aber man darf sich nicht wundern, wenn man einen Metzger einlädt, dass der Schlachthöfe toll findet. Das ist leider, gehört dazu. Ich wollte Ihnen nur sagen, wir sind nicht alle so in Essen. Im Gegenteil, wir sind gerade Kulturhauptstadt. Und da kann man so einen reaktionären Bischof locker wegtolerieren. Das macht gar nichts. Wir hatten sogar die Love Parade in Essen. Das war vor Overbeck allerdings. Und der Kerner hat damals die Eva Herrmann einfach aus der Sendung geschmissen. Die Anne Will hat Stil und Contenance bewahrt. Respekt. Die haben einfach Angst. Die haben Angst vor Frauen, Angst vor ihren eigenen homoerotischen Anteilen, Angst vor dem echten Leben, vor der Liebe. Die verstecken sich. Die verstecken sich im Papamobil. Ja. Dieses Papamobil, das ist doch nicht echt, oder? Das ist doch eine Monty Python-Nummer, oder? Ja. Was? Da fährt einer in so einem Panzerglas-Tresor durch die Gemeinde und predigt Gottvertrauen. Dem glaube ich doch alles. Ich meine, wenn der Hirte schon Angst hat vor den eigenen Schäfchen, was macht er, wenn der Wolf kommt? Gib Gas, Giovanni, gib Gas! Was ist das für ein Offenbarungseid für eine Religion, wenn der Fatih im Tresor sitzt? Da möchte ich auch gern Mitglied werden. Toller Verein, die haben einfach Angst. Dieser arme alte Mann. Man möchte ihn einfach nur noch in die Arme nehmen und drücken. Ganz fest. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the Queen of Diamonds, boy? She'll beat you if she's able. The Queen of Hearts is always your best bet. It seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, it's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses, man? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you.
You'd better let somebody love you. You'd better let somebody love you. You'd better let somebody love you before it's too late. Den werden wir auch nicht los, den Schäuble. Und der setzt dem Otto Schilly noch eins drauf. Hä? Wer hätte das gedacht? Dem Schilly, dem alten Iris-Diagnostiker. Hä? Der Schilly war ja mal Anthroposoph. Ja, Anthroposoph war der. Ja, das kommt davon, wenn man in der analen Phase nur Holzspielzeug kriegt. Ja. Advent, Advent, mein Ständer brennt. Hoffnungsvolle alte Männer haben damals die Verfassung geschaffen. Ängstliche alte Männer schaffen sie jetzt ab und schleifen sie zumindest. Jetzt wollen sie Flieger abschießen, der Junge und der Schäuble. Kurswechsel heißt das bei der Merkel. Das war schon Köhlers Idee, vor Jahren schon. Das war von Köhlers, das war eine seiner ersten Amtshandlungen, dass er die Flugpassagiere einer entführten Maschine zum Abschuss freigeben wollte. Guter Mann, der Köhler. Artikel 1, Grundgesetz wackelt. Und was für Embryonen und Stammzellen gilt, gilt für Pauschaltouristen nicht mehr. Fatih mit Krebs im Endstadium, der nicht mehr mag, muss zur Lösung immer noch in die Schweiz fahren. Da reicht Ihnen jetzt hier ein Frühbucherrabatt. Zack, locker. Tui, schöne Ferien. All inclusive, ja. Last minute, logisch. Problematisch wird es mit dem Abschluss natürlich in dem Moment, wo sich Embryonen an Bord befinden. Hey Chef, ja. Wir können nicht abschießen. Wieso? Befindet sich eine Stammzelle an Bord. Ein Mann mit Krebs im Endstadium, das wäre aktive Sterbehilfe. Das ist nicht lustig. Das ist Köhlers Gesetzeslage. Ja. Der Köhler sagt, er hätte damals beim Unterzeichnen doch auch schon Zahnschmerzen gehabt. Kopfschmerzen wären angemessen gewesen. Aber wo nichts ist, Phantomschmerzen, ja. Neulich hat der Köhler mehr Bildung gefordert. Bisschen spät, Herr Köhler. Ja, gegen den Bürokrat und den Technokrat hat der Ethikrat keine Chance. Ach, im Leben nicht. Luftsicherheitsgesetz heißt das Monster. Die haben ja jetzt auch den Terroristen verboten, über das Regierungsviertel zu fliegen. Na, jetzt sind die ganz schön angeschissen, hä? Damit haben die nicht gerechnet. Wir müssen komplett umdisponieren jetzt. Jetzt haben wir sie. Ja, hallo? Frau Laden? Ja, grüß Gottle, Frau Laden. Hier ist Al-Qaida Schwäbisch Gmünd. Ist der Osama daheim? Ferngespräch. Ja. Ja, grüß Gott, Leo Osama. Hier ist Al-Qaida, Schwäbisch Gmünd, du horch mal. Wir haben ein Problem. Wir dürfen nicht mehr fliegen. Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Schatz raus aufs Meer, schmeißen den über Bord und markieren die Stelle am Boot. Hä? Hä? Da wird's. Am Flughafen an der Sicherheitskontrolle haben sie mir mein Nagelnecessaire abgenommen. Schere und Pfeile und Zwicker und all das. Dann habe ich gebordet und saß auf meinem Platz. Und vor mir im Netz steckte die Hapag-Lloyd-Broschüre. Und da können sie dann Nagelnecessaires kaufen. Ja. Ja. Die nehmen einem das Zeug unten ab und verkaufen es einem oben wieder. Das ist das Kerngeschäft, glaube ich. Neulich habe ich die Probe aufs Exempel gemacht. Ich bin mit so einem Nagelzwicker nach vorne ins Cockpit. Hab dem Piloten den Nagelzwicker so an die Schläfe gehalten. Hab gesagt, er soll sofort in die Sparkasse Recklinghausen fliegen. Sonst schneide ich ihm die Nägel. Ja, sicher. Doch, hat er nicht gemacht.